In ihrem Garten in Güntersleben nahe Würzburg zieht Gertrud Eherhalt Gemüse. Beikraut rupft sie per Hand. Im selbstgebauten Hochbeet geht das ganz bequem im Stehen. Und eben auch ohne Pestizide. Wir wollen ja gutes Gemüse und Salat. Und da wollen wir das nicht haben. Da tun wir unser Unkraut selber raus. Und uns in die Biotonne. Seit jeher hat sie in ihrem Garten Gemüse angebaut und geerntet. Und das ganzjährig. Ja, das ist schon von Kindheit da, dass wir immer einen Garten gehabt haben. Und das geht halt so weiter, bis wir nichts mehr können dann. Aber ich brauche den Garten. Für Leib und Seele. Mit frischen Tomaten. Bis in den Winter hinein. Also wunderbar ist das, wenn man noch so lange die Tomaten hat, weil die besser schmecken wie die Holländer. Vor zwei Weihnachten haben wir noch Tomaten. Vielleicht. Aber nicht nur die, auch Kohlrabi. Endivien und Feldsalat. Aber leider ist nicht alles, was sie gesät hat, gelungen. Der Rosenkohl ist zwar ganz gut gewachsen, aber dennoch eine Enttäuschung. Ja, weil man den vielleicht gar nicht mehr heuer essen kann, wenn die nicht größer werden und die Fliege da drin ist. Wir haben alles abgedeckt, aber trotzdem ist die Fliege da reingekommen. Die weiße Fliege, eigentlich eine Schildlaus, hat sich über den Rosenkohl hergemacht. Auch über den benachbarten Grünkohl. Den hat Gertrud Eherhalt dieses Jahr erstmals gepflanzt. Und der hat den Schädling gut verkraftet. Noch weiß sie nicht, was sie aus dem Grünkohl kochen wird. Daher gibt es heute eins ihrer Lieblingsgerichte. Aus frisch geerntetem Lauch. Der wächst bei ihr immer gut. Und Gertrud Eherhalt kann ihn ganz nach Bedarf ernten. Meist bis in den Februar. Den umfangreichen Gemüsegarten bewirtschaftet sie alleine. Bei größeren Arbeiten unterstützt sie ihr Mann. Ja, in unserem Garten kann man sich komplett versorgen. Kartoffeln, sogar Kartoffeln, alles haben wir im Garten. Gemüse, Salat. Wir brauchen nichts zu kaufen. Heute soll es Lauchröllchen geben. Der Lauch muss gut gewaschen und geputzt werden, damit es später nicht zwischen den Zähnen knirscht, denn er ist oft sandig. Die Stangen halbiert Gertrud Eherhalt der Länge nach, lässt sie aber ganz und kocht sie 10 Minuten in Salzwasser. Während der Lauch auf die weitere Bearbeitung wartet, rührt sie eine Béchamelsoße an. Mehl in Butter anschwitzen. Mit Milch ablöschen und klümpchenfrei verrühren. Dann schneidet sie den Lauch in etwa 10 cm große Stücke und umwickelt sie mit Kochschinken. Die Lauchröllchen gibt sie in eine gebutterte Ofenform. Jetzt noch mit Béchamelsoße übergießen. Während die Lauchröllchen abschließend 15 Minuten im Ofen überbacken, ist Gertrud Eherhalt schon wieder im Garten. Der Garten ist mein. Den brauche ich, den Garten. Wenn ich immer jeden Tag bin ich in meinem Garten. Vor allen Dingen Blumen brauche ich. Da muss, und man muss mal, und das Gemüse, den Salat. Und wenn es einem schlecht geht, muss man in den Garten. Dort geht es ihr gut. Der Garten bietet alles, was sie braucht. Also alles für Leib und Seele. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.